Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Wir wollen euch heute zeigen, warum die Karten-App eigentlich gar nicht so schlecht ist. Denn ich finde, sie ist wirklich gut gemacht. Wir sind jetzt mal hier in Bochum und haben einfach mal nur jetzt gerade hier unsere Stadt ausgewählt. Was wir jetzt machen ist, in den Flugmodus zu gehen und euch dann zu zeigen, dass man selbst ohne aktive Internetverbindung, zum Beispiel im Ausland oder wenn man kein Datennetz hat, nur mit dem GPS, wo man sich natürlich positionieren kann, dass man dann auch richtig viel von der Karte sehen kann. Also wir schalten jetzt den Flugmodus nicht aus und wir können jetzt hier reinzoomen, haben trotzdem noch alle Straßen, alle Point of Interests, können da richtig nah ranzoomen. Und es werden alle Daten angezeigt, die man sonst auch hat. Und das finde ich einfach ja, ziemlich beeindruckend. Hier fehlt jetzt ein bisschen was. Aber ich kann mich selbst ohne Internetverbindung noch sehr gut hier orientieren. Auf der, sag ich mal, Autobahnebene kann ich selbst noch, ja, man sieht es hier. Jetzt kommt da. Kann ich hier bis Fulda runter? Ich denke mal, es geht sogar noch weiter. Na, diesmal nicht. Doch, wenn ich so rausgehe. Also, das alles ohne Internetverbindung. Was da an Daten zwischengespeichert wird, finde ich wirklich beeindruckend. Ja, ich kann jetzt zwar nicht näher rangehen und mir hier die kleinsten Nebenstraßen angucken, aber ich habe die Gelegenheit, doch sehr viel noch zu überblicken. Und gerade wenn man jetzt irgendwie im Ausland ist, dann lädt man halt im Hotel einmal die Karte und kann die dann wirklich auch nutzen unterwegs. Wenn man jetzt nicht eine extra App wie City Maps to Go oder irgendeine Offline-Navigation verwendet. Ich könnte jetzt auch hier noch Informationen anzeigen lassen zu den POIs. Da wird dann nichts mehr geladen. Aber man kann halt sehen, okay, da ist jetzt irgendwie ein Café oder da ist ein Strauß-Shopping-Geschäft oder ein Stammhaus, Fiege, was weiß ich, ein Dönerladen. Das ist eigentlich schon praktisch im Ausland, finde ich, wenn man eben gucken will, okay, ist hier in der Nähe was zu essen? Dann sieht man, okay, da sind bestimmte Point of Interest. Dass die ganze Karten-App jetzt nicht so perfekt ist, wie wir uns das also wünschen, in der Satellitenansicht gerade, das mag sein, aber diese Vektor-Aufmachung hier, die ist wirklich sehr gelungen und wie gesagt, durch den Offline-Modus habe ich hier alle Straßen, selbst kleinere Wege hier, da ist ein Park in der Nähe, habe ich drin und all das, ohne dass ich überhaupt eine Internetverbindung habe und ohne dass ich vorher hier das Ganze irgendwie abgescrollt habe. Finde ich also schon beeindruckend. Selbst wenn wir jetzt hier oben mal in die nächste Stadt gehen, das ist Herne. Ups, da bin ich in der 3D-Ansicht gelandet. Aber nicht, selbst hier kann ich also recht nah ranscrollen und mir dann noch Sachen anzeigen lassen. Finde ich persönlich sehr beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Und auch der Datenverbrauch, der ist wirklich sehr, sehr gering. Das erklären wir euch allerdings noch im Text.